Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem weiteren Tauschpaket mit eurem Yuki und diesmal Sasus Fellnasen. Vorab gesagt, ja, meine Hände sind geschundet. Hier habe ich das Pflaster und ja, wenn ihr wissen wollt, wieso, schaut euch einfach meinen letzten Videoclip an von der lieben Twinkie. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt das Paket öffnen, welches sich hier befindet. Den Videoclip von meinem Paket, also was die liebe Sasu dann unboxen wird, findet ihr auf ihrem Kanal. Den habe ich bei mir unten in der Videobeschreibung so verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie macht auch natürlich Tiervideos, aber hauptsächlich dreht sie halt Videos über ihre Frettchen. So, da wäre jetzt hier alles schön gesagt. Das Paket ist ziemlich schwer. Es kam gestern an, aber ich hatte leider keine Zeit, es zu öffnen. Und das werde ich jetzt tun. Wo ist hier Schere? Nee, ich glaube, ich könnte das auch ohne Schere hier öffnen. Und es funktioniert richtig nicht gut. Ich sollte lieber die Schere benutzen. So, ich mache das hier alles auf, wenn es funktioniert. Aber es ist alles so gut verpackt. Und oh mein Gott, was ist das denn bitte für... Ist das Geschenkpapier? Ich weiß es gar nicht. Nein, es ist Tapete oder sowas. Wisst ihr, jetzt komme ich mich mit meinem Paket richtig, richtig schlecht vor. Das ist doch super für einen Anfang, für ein Unboxing. Ja, weil ich habe der lieben Sasu nur ein einfaches Paket, natürlich mit Zeichnung von mir drauf, aber mir auch nicht geschickt. Und sie hat hier ihr Kanallogo drauf. Dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ob... Ich kann die beiden Frettchen meistens nicht unterscheiden. Das waren Bärchen und... den anderen Namen habe ich vergessen, das tut mir wirklich leid. Sie hat noch hier die beiden Hunde. Und dann haben wir hier auch, hier ist einer heißt Bärchen. Den fand ich total süß. Ich weiß nicht mehr, welches der beiden war. Und hier haben wir auch die Katze. Es ist ganz schön verklebt. Ich glaube, ich werde ein bisschen länger brauchen, um es zu öffnen. Aber es ist bisher eins der coolsten gestalteten Pakete, die ich gekriegt habe. Ich werde euch jetzt aber nicht auf die Folter spannen und öffnen. Ich hoffe, das wird jetzt funktionieren, so wie ich mir das vorstelle und nicht, dass ich mein Bett jetzt gleich richtig toll mit ganz viel Kladderadatsch versaue. Aber es geht relativ gut auf. Mein Gott, hier wird mich jetzt noch ganz viel erwarten, denn wenn wir... Wow, das öffnen! Was sind das denn für Kackviecher? Das sind ja meine! Wenn wir es hier öffnen, haben wir natürlich meine bezaubernden Tierchen. Hier haben wir einmal Darf! Mein Gott, das sieht aus, als wäre der nur schwarz. Hier kaum das Auge zu erkennen. Hier haben wir Darf, hier haben wir Kalisi. Hier haben wir Twinkie, die süße, tollwüchige. Und ohne Zahn und Bubbles. Von den beiden werde ich mal ein Update drehen. Und hier steht, öffne mich. Das werde ich auch tun. Dann muss ich das hier mal wieder... Nein, der Paket ist viel zu schade wegzuschmeißen. Warum? Oh, jetzt muss ich hier wieder die Schere zücken. Es ist sehr viel Mühe. Sehr viel Mühe. So, und tada! Wow! Wow! Und Ara! Ara ist auch mit dabei! Oh mein Gott, ist das süß! Wir haben hier auch einen schönen Brief, den werde ich mal vorlesen. Bei mir war es so, ich hatte keine Duckerpatronen mehr, sonst hätte ich sicherlich auch, jetzt ist auch Kalisi im Hintergrund wach, sonst hätte ich sicherlich auch natürlich dir einen geschriebenen PC-Brief geschrieben, aber ich habe dann was handschriftlich verfasst und ich schreibe noch alte Schreibschrift. Ich hoffe, das kann man lesen. Hallo liebe Miyuki, endlich ist das Paket da. Ich hoffe sehr, dass alle Sachen heile angekommen sind und es dir und deinen Fellnasen gefällt. Durch dich und deine Videos tanke ich immer viel Inspiration, die ich momentan irgendwie nicht vermitteln kann, weil ich selber nicht komme zum Video hochladen wegen meinem neuen Programm. Aber egal. Und sammle Ideen, die ich in meinen Videos mit hineinbringen kann. Du machst es toll, echt toll. Viel Spaß beim Auspacken, wünschen dir die beiden Frettchen. Monte! Genau, Monte und Bärchen, mein Gott. Die zwei Hundedamen, Daisy und Joy, der Kater, ja, QU, ich hoffe, ich habe es richtig an. Und natürlich Sasus Fellnasen. Für dich ist auch was dabei. Okay, gut. Also, ich entschuldige mich für jegliche Falschaussprechung der süßen kleinen Fellnasen, die wir haben. Hier, mein Gott, der Paket ist zu groß. Hier, die wir dann hier haben. Hier sehen wir sie alle schön. Und ich hätte auch gerne eigentlich so einen Brief gemacht. Und hier haben wir die beiden. Es ist so süß. Oh mein Gott. Gut, dann mache ich mich jetzt mal an das Paket. Es ist sehr viel. Im Gegensatz dazu wird mein Paket sowas von abmurksen.
Und ich habe keine Ahnung, wir haben nur gesagt, wir einigen uns auf ein Budget, was wir ausgeben. Und wir überraschen einfach den anderen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich werde klein hier öffnen. Hey, diese Luftpolsterchen habe ich hier auch. Ich habe was gesehen, was lecker ist. Das wird mir gefallen, aber ich mache zuerst hier das hier auf. So. Ich hoffe auch, dass das mit der Belichtung geht, denn ich habe die Softboxen jetzt an, weil es am Abend ist und nicht so viel Licht hier reinkommt, aber die Abendsonne. Ja? Und hier haben wir einmal, oh mein Gott, leckere, so, sogar von Rodi Petit Knusperkräuter-Muffins? Donuts? Nee, Muffins, das sind Muffins, die Knusper-Muffins. Ah. Ich weiß schon, wer sie wegschnabulieren wird. Die sind große Sachen. So. Alles klar. Ihr habt ja auch schon länger gesagt, dass ich mal ein Tauschpaket machen sollte. Aber ich suche mir eben die Leute, mit denen ich das Tauschpaket mache, selbst aus. Und ich möchte hier alles aufkriegen. So, wir haben... Was zur Hölle ist das denn? Was ist das denn? Es ist eine Schaukel. Nein! Wir haben hier... auch was von Rodi Pet. Und zwar haben wir eine Knuspermaus zum Aufhängen. Die habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube, die könnte Tinky gut gebrauchen. Da kann sie ihre Aggressionen ablassen und die Leute, die wieder so doof fahren, da draußen sind daran schuld, dass man das hier in meinem Video hört. So, jetzt haben wir hier einmal JR Farm Kräuterholznapf. Ja. Also jetzt mal von ab hier, weil jetzt hier die Sachen drin kommen und ich danke mich auch hier schon mal, aber trotzdem, bei jedem Zuschauerbrief habe ich mindestens manchmal echt eine Leckerei dabei. Meine Hamster werden niemals verhungern. Also für die ist so, Ara hat letztens auch einen total leckeren Knochen gekriegt, der hat ihn sofort aufgefressen. Also ich weiß ja, dass ihr nicht meint, dass meine Tierchen verhungern werden, aber ihr meint es nur sehr gut. So, ich weiß nicht, was ich hier öffnen soll. Ich kann auch nicht reingucken. Hier, das... Oh mein Gott. Die hat auch noch extra blau zu blau. Das passt gestalterisch sehr gut. Da muss man ja einfach sagen. Ich fühle mich einfach so schlecht, weil ich mir nicht so viel Mühe gegeben habe. Also, das heißt viel Mühe, aber so wie ich es sonst hätte gemacht. Autsch. So, wir haben hier was Leckeres. Und zwar, weil ich gerade davon geredet habe, für Ara. Und zwar Real Nature Wilderness. Und zwar Fisch. Oh, sie liebt Fisch. Sie liebt eigentlich alles. Sie frisst auch Äpfel und Bananen, frisst sie auch sehr gerne. Also die ist unser kleiner Biotonnen-Staubsauger. Alaska Wildlachs. Ja? Ich freue mich so riesig, dass ich jetzt nächste Woche, hoffentlich, wenn das Programm funktioniert, euch die ganzen Hunde-Videos zeigen kann. So, ist das jetzt hier auch noch für... Ist das nicht alles? Nein, das ist nicht alles für mich zeigen kann. Weil ich möchte endlich mal mit Hunden losgehen. Was ist das denn? Es ist ein Plüschi. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott, was ist das denn? Leute, schaut mal. Oh mein Gott. Jetzt muss ich euch ja was sagen, wo ich das süße Ding hier sehe. Denn hier ist ein Quietscher drin. Ich werde es Ara geben. Aber ich kann nicht sagen, dass sie es hundertprozentig benutzt. Weil sie hat echt... Panik manchmal vor Quietschspielzeugen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber sie findet das gar nicht so prickelnd. Manche mag sie, wenn wir auf dem Hundeplatz sind, da hat jemand einen quietschenden Ball, den rennt sie dann hinterher und zu Hause. Wir haben ja eh keine quietschenden Spielsachen, aber wenn man zu Hause hatten wir auch mal einen Ball von Kollegen gekriegt, den fand sie weggerannt. Ne? Aber gut, wir können es ja mal ausprobieren. Ich nenne dieses Krokodil jetzt einfach mal Schnappi. Das ist Schnappi, Leute. Schnappi wird neben Yoshi dann in Aras Körbchen liegen. Und noch was Kleines. Ich glaube, ich könnte wissen, was es ist. Ich muss öffnen. Ich kriege es sonst nicht. Ah! So, ich. Yoshi hat keine Muskeln. Und zwar, was ist es denn für eins? Ein Blüten-Schmankerl von Rodi Pet. Den können entweder Darf oder Khaleesi schnabulieren. Ich denke mal, ich werde Darf die Freude damit machen und Khaleesi will wahrscheinlich nur diesen Cracker essen, weil er tut's nicht und sie frisst irgendwie nur die Cracker. Die beiden sprechen sich dann wahrscheinlich immer ab zu Gehege so. Ja, was hast du heute? Ja, ich esse die Reste. Okay. So, da. Katjes Grünohrbärchen. Oh, lecker. Ich liebe Katjes.
Und am liebsten esse ich die Grünohrhasen. Grünohrhasen, die sind richtig lecker. Ja, also ich bin keine Vegetarierin. Ich esse kein Fleisch, also von Rind, Huhn, Schwein, Hamster oder so. Das esse ich nicht, aber ich esse ab und zu noch Fisch. Also Forelle zum Beispiel, also deswegen bin ich Pastetanier eigentlich, ne? Aber viele Vegetarier sagen trotzdem, ich bin Vegetarier und sie essen dann trotzdem das ein oder andere Mal Fisch. So lebe ich halt. Also ich verzichte auf Fleisch, esse aber ab und an Fisch. Zwar nicht immer, ne? Aber es kann mal, weiß ich nicht, vorkommen, wenn ich dann Hunger drauf habe, dass ich dann einen Fisch esse. Aber ich gucke halt, wo der Fisch herkommt und aus welchem Fanggebiet oder sonst was oder so, ne? Ich bin da so ökologisch von mir. Also dann vielen Dank, Becky. So, und dann ist hier, glaube ich, alles... Nein, hier ist noch was drin. Ich sehe nichts, weil ich hier vor sitze, weil ich sonst die Kamera umhaue. Und das kann ja nur ein Katapult zum Befördern der Hamster in die Unendlichkeit der Zuschauer sein. Ich kriege das nicht auf. Ich sollte es anders hier essen. So. Und es ist wieder eine Rodi-Pet-Röhre. Wenn die jetzt nämlich die Größe gehabt hätte, die bei Twinkie passen würde, hätte ich schon direkt sagen können, Twinkie geht darauf so ab. Aber das ist für die Zwerge, ich weiß nicht. Also entweder Darf wird es wahrscheinlich links liegen lassen, weil er halt ein kleiner Vollidiot ist. Oder Khaleesi wird es halt gern haben. Ich hoffe, Zweiteres würde eintreten. Aber ja, das ist die für Zwerghamster. Oder für Mäuse könnte man auch nehmen. Aber ich habe keine Mäuse, deswegen jetzt nur für die Zwerge. Und hier ist was mit einer Riesenschleife und da steht für dich drauf. So, ich muss es mal eben hier rausnehmen und dann mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein. So, hier. Hier steht für dich drauf. Und es ist schwer, was ist es? Ich habe Befürchtungen und werde es aufmachen. Und es ist nochmal verpackt. Ein Paket, was nochmal in einem Paket verpackt ist. Das finde ich natürlich immer toll. Besonders zu Weihnachten ein sehr toller Anlass. So. Upala. Ja, ich schmeiß hier die ganzen Sachen in die Kamera rein. Muss ich jetzt mal alles ein bisschen so. Okay. Und hier kann man das auch noch öffnen. Ich hier mit meinem kaputten Finger. Ne? Ich kann damit gar nicht mehr aufsetzen. So tut der mir schon weh. Ist es jetzt zerbrechlich? Was ist da drin? Ich habe Angst. Ja. Und Papier! Das habe ich mir schon immer gewünscht. Boah! Cool! Ich bin ja nicht, also ich bin ja keine moderne Modetante, ne? Aber ich weiß, dass die sind voll modern, die gibt es überall, ne? Meine Mutter, letztens war das bei Depot oder wo, oder Nanunana. Wir haben nicht so viele Laden hier in unserem kleinen Kamptenfort. Da hat sie auch, boah, das ist total modern. Und wir waren uns so unschlüssig, ob wir welche mitnehmen sollen. Wie cool ist das denn? In Blau natürlich. Sasu wollte nur auf ihren Kanal hinweisen. Hier, mit einem süßen Schauergel. White Tea. Oh, ich trinke grünen Tee sehr gerne. Oh mein Gott, wie süß. Da bleibt alles schön kalt. Boah, toll. Hoffentlich kann ich dadurch vielleicht Inspiration finden, wenn ich da was drauf schlürfe. Für den Schluss habe ich jetzt hier nochmal alle schön hingestellt, damit wir uns das alles angucken können. Und mein Paket stinkt im wahrsten Sinne des Wortes mega dagegen ab. Es ist so schön geworden. Das Paket an sich selber von Sasus Fellnasen ist... Fühl dich einfach in dem Moment gedrückt, sag ich jetzt mal. Und schaut unbedingt ihre Videos, weil sie sind sehr gut geschnitten. Sie macht super Fotos und das habe ich ihr auch schon geschrieben. Aber trotzdem, die sind echt gut. Ich finde sie super und sie hätte mehr Abos verdient. Aber es ist halt immer so, dass wenn man im YouTube trotzdem guten Content bringt, man sich dann leicht immer hocharbeiten muss. Und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt dadurch mehr Abos kriegt und dass sie auch mal schaut, weil sie tolle Videos schneidet, wirklich. Und Mund und Bärchen sind so süß, die beiden. Die sind so niedlich. Und ich mag Frettchen. Fragen mich sehr viele, magst du Frettchen? Ja, das ist echt, das habe ich schon sehr oft gehört. Ja, ich freue mich, das sind wirklich tolle Sachen. Und die Hamster werden sich auch drüber freuen. Ara wird sich drüber freuen und ich hoffe, sie mag Schnappi. Und ja, Leute, es war ein Tauschpaket. Es wurde nach einem Tauschpaket gefragt. Alle lieben Tauschpakete. Deswegen seid ihr dazu verpflichtet, Sasus Fellnasen dafür unbedingt einen großen Like zu geben. Hoppala, damit das auch wirklich jetzt hier...
mit ganz vielen positiven Däumchen hoch gewertet wird. Könnt natürlich wieder einen Kommentar da lassen. Und habt ihr Lust, ein Zuschauertauschpaket zu machen? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht mache ich das irgendwann mal als ein Abo-Special, wie der Mann sagt, hey, ihr könnt mit mir ein Tauschpaket gewinnen und wir tauschen dann gegenseitig was aus. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, wie gesagt, ihren Link auch zum Kanal findet ihr alles in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf weitere tolle Tiervideos hier mit euch, die ich dann veröffentlichen kann. Fühlt euch gedrückt und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!